Hab ich gerade Sarah gesagt? Oh, nein, nicht so wichtig. Ist ja nur ein Name. Wenn du willst, kann ich auch eine rote Brücke anziehen. Nein, ich weiß auch nicht, wieso. Du weißt es nicht. Wie ich gesagt habe, Sarah ist kein Thema mehr. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Nein, wirklich nicht. Sway, dieser Song, der da gerade lief, das war eben immer unser Song. Also, Sarahs und mein Song. Sarahs und dein Song. Ja, ist klar. Gott, so ein Schwachsinn. Natürlich ist Sarah noch ein Thema für dich. Natürlich beschäftigt mich das Thema Sarah noch. Ist ja auch verständlich. Ich meine, wir waren ja mal verheiratet. Das kann man nicht einfach wegwischen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, weil... Danke. Das ist nicht das Problem. Ja, was denn dann? Hallo? Du hast mich gerade mit Sarah angesprochen. Seit du wieder über den Weg gelaufen bist, bekommst du die Frau nicht mehr aus deinem Kopf. Das war ein Versehen. Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob du sie noch liebst oder hast, aber irgendwas ist da noch. Sag mal, Rebecca, was erwartest du eigentlich? Nach dem, was diese Frau mir angetan hat, kann ich eben nicht einfach sagen, okay, du hast mich betrogen. Egal, super, lass uns Freunde bleiben. Das geht nicht. Ja, du machst lieber auf Opfer und zerfließt in Selbstmitleid. Super. Das ist doch Schwachsinn. Schwachsinn. Gregor, du machst dir da was vor. Bis du das mit Sarah nicht geregelt hast, bist du nicht frei für eine neue Beziehung. Ja. Hey, Lydia! Warten bitte prompt an auf Bands. Mann, der Film war nicht nur überlang, sondern auch überlangweiß. Ein verworrenes Beziehungsdrama. Ich hoffe, dein Versöhnungsspecial war wenigstens nicht. Ja, verworrenes Beziehungsdrama trifft's eher. Verstehe. Ist wohl nicht so optimal gelaufen. Suboptimal. Soll ich uns ein Bier aufmachen? Ja, du könntest uns das Fass aufmachen, der will mir jetzt eher nach, aber ich muss runter. Miriam, helfen wir später. Ja, später. Ich dachte schon, die gehen nie. Du bist ja super drauf heute. Dein romantisches Date mit Rebecca war wohl nicht so der Burner. Woher weißt denn du das jetzt schon wieder? Ich habe meine Quellen. Hast du auch die Abrechnung? Voila! Das Wechselgeld für die Frühschicht und die Einnahmen sind in der Kasse. Na, gut. Ich lasse dich da mal alleine. Bis morgen. Lass es liegen. Mach das schon. Tschüss. Danke. Hey! Ich denke, du magst ja keine Laugenbrötchen. Von wegen. Lass das, Sarah. Komm, lass gut sein, Sarah. Möchtest du vielleicht ein Laugenbrötchen, Engelchen? Sehr gerne, mein Schatz. Verschont uns, ja? Also, wenn man da möchte, dann belege ich dir das Brötchen auch noch. Wie ich gesagt habe, Sarah ist kein Thema mehr. Nein, wirklich nicht. Sway, dieser Song, der da gerade lief, das war eben immer unser Song. Also, Sarahs und mein Song. Gott, so ein Schwachsinn. Natürlich ist Sarah noch ein Thema für dich. So, einmal Quitter auf Camembert. Du hast die Butter vergessen. Herrgott, jetzt nimm's endlich und iss, dann musst du wenigstens den Mund halten. Guten Morgen. 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 Entschuldigung. Danke. Hallo? Aufgelegt. Gregor? Was wollte der denn? Hast du vielleicht eine Ahnung? Tut mir so leid, dass ihr wegen mir so einen Stress habt. Ich wusste, was Sache ist, als ich mit Gregor zusammengekommen bin. Das mit euch, das war ziemlich heftig. Zwischen uns ist
eine ganze Menge passiert. Aber ich bin wirklich so froh, dass Gregor dich gefunden hat. Du bist gut für ihn. Das sieht er offensichtlich anders. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat dich bestimmt angerufen, weil ihm jetzt klar ist, dass er dich noch liebt und dass er dich zurück möchte. Glaube ich nicht. Das zwischen uns ist vorbei. Ich habe ihm viel zu sehr wehgetan. Aber er bekommt dich einfach nicht aus seinem Kopf. Also versteh mich jetzt bitte nicht falsch. Ich mag Gregor wirklich immer noch sehr gerne, aber ich liebe Leonard. Du brauchst wirklich keine Angst. Aber darum geht es doch gar nicht. Wenn er wirklich noch an dir hängt, dann kannst du nicht mit ihm zusammen sein. Komm schon. Du machst dir bestimmt völlig umsonst Sorgen. Wahrscheinlich ist er nur aus Versehen auf meine Nummer gekommen. Oder noch besser. Er hat drüber nachgedacht, was du ihm gesagt hast und wollte einfach noch mal mit mir reden. Hoffentlich. Ganz bestimmt. But you never really felt that far away. Oh, I left you 'cause it seemed to hurt us less than if I stayed. And yeah, I left you, but you never really felt that far away. Es tut mir leid. Du hast mich nie so sehr geliebt wie ich dich. Ich wollte dir geben, was du dir wünschst. Ich durfte dich nicht lieben. Also habe ich dich gehasst. Das hat es mir leichter gemacht. Ich weiß. Aber jetzt, Sarah, jetzt will ich das nicht mehr. Ich will, dass wir wieder glücklich werden. Beide. Jeder für sich.